Aber die Wüstenelefanten wandern weiter. Sie müssen weiter wandern. Hier können sie nur überleben, weil sie gelernt haben, die knappen Nahrungs- und Wasserreserven zu schonen. Und das bedeutet, sie dürfen nie lange an einem Ort bleiben. Indem sie bald weiterziehen, können sie hoffen, auch bei ihrem nächsten Besuch noch etwas zu fressen und zu trinken zu finden. Mein Respekt vor den Elefanten wächst jeden Tag, den ich in der Wüste verbringe. Wasser bedeutet hier alles. Unter normalen Umständen trinkt ein Elefant jeden Tag zwischen 100 und 200 Liter. Aber ich habe schon Schwierigkeiten, den Kühler meines Autos nachfüllen zu können. Auch wenn dieses Zeug hier nicht gerade frisch aussieht, ich bin froh, überhaupt etwas zu haben. Wie die Wüstentiere muss ich mit dem auskommen, was ich finde. Ich hoffe nur, die Wüstenelefanten haben ebenso viel Glück. Für sie bringt jeder Tag einen neuen Kampf ums Überleben. Sehen Sie, absolut unglaublich. Ein Schlangenbaby, eine sehr junge Würgeschlange. Sie hat nicht mal einen Populärnamen. So groß wird sie etwa. Sie ist kein richtiger Python, aber eine Würgeschlange. Und sie hat eine Echse erwischt. Das Opfer ist richtig gefaltet. Der Schwanz zeigt nach oben. Er bewegt sich noch. Also ist das Tier noch nicht tot. Aber sie hat es völlig umschlungen. Der Bursche hat sich richtig rumgewickelt, wie eine kleine Boa Constrictor, eine kraftvolle Schlange, zwar klein und harmlos, aber sie hat sich eine Echse geschnappt, die größer ist als sie. Könnte die erste Mahlzeit seit langem sein, vielleicht eine ihrer ersten Mahlzeiten überhaupt. Sie ist noch ein Baby, ist das nicht unglaublich? Ich setze sie wieder zurück. Schöne Schlange. Wenn ich sie zu sehr aufrege, haut sie ab und gibt ihre Mahlzeit auf. Und deshalb lasse ich sie jetzt in Ruhe. Das Schlangenbaby erinnert mich daran, wie lebensfeindlich die Wüste gerade für junge Tiere ist. Und Elefantenkälber bilden da keine Ausnahme, wie ich auf meinem Weg zurück zum Wagen erkennen muss. Eine wirkliche Tragödie. Ein Elefantenbaby tot im Wüstensand. Als ich den Kadaver entdeckt habe, dachte ich erst, es könnte das Kalb sein, dem ich auf der Spur bin. Aber dann habe ich gesehen, wie klein der Rüssel ist und dass das Tier wie ein Fötus daliegt. Wahrscheinlich wurde es tot geboren. Und das, nachdem die Elefantenkuh ihr Junges 22 Monate getragen hat. Bei den wenigen Wüstenelefanten zählt jedes Kalb. Wirklich traurig, auch wenn es nicht das Tier ist, nach dem ich suche. Mein Kalb sollte etwa 2 Wochen alt sein, aber tote Elefanten konnte ich noch nie sehen. Der erste Elefant, den ich finde, ist ein toter Elefant. Ich bin richtig bedrückt. Nach einer so langen Tragzeit endet ein Leben, bevor es richtig begonnen hat. Dass diese Kolosse sich in der Wüste überhaupt am Leben halten können, grenzt an ein Wunder. Die Fähigkeit zu lernen und zu speichern, wo es Nahrung und Wasser gibt, ist für die Wüstenelefanten von größter Wichtigkeit. So wichtig wie die Kommunikation. Elefanten benutzen tieffrequente Töne, zu tief für das menschliche Ohr, um sich über große Entfernungen zu verständigen. So können Familiengruppen ihre Wanderungen koordinieren und vermeiden, dass sie an denselben Nahrungs- und Wasserquellen zusammentreffen. Es ist die Anpassung an das Wüstenleben, die viele der Tiere hier so außergewöhnlich macht. Wie dieses Chamäleon. Sehen Sie das? Ich drehe sie ein bisschen in die Sonne. Entschuldigung. Perfekt von der Seite. Und jetzt vor dem Hintergrund. Okay, nur noch das hier.
Und jetzt reißt sie das Maul auf. Ist das nicht süß? Sie droht nur. Wenn ich ihr den Finger hinhalte, heißt es, will doch nicht beißen, will nur weg. Schwer zu fotografieren, die Kleine. Ziemlich wütend jetzt. Manchmal klingt sie richtig aus, will nicht mehr mitspielen. Aber ein Foto werde ich noch machen. Keine Aufregung. Fantastisch. Sie macht meinen ganzen Unsinn mit und in der Sonne wird es jetzt richtig heiß. Ich frage mich, ob ich ihr nicht einen Schluck Wasser anbieten soll. Möchtest du was trinken? Diese Tiere stoßen selten auf Wasser und deshalb wird sie vielleicht gern was trinken. Ich schau mal. Nimmst du einen Schluck aus meiner Hand? Ich gieße ihr ein bisschen auf die Nase. Oh ja, das ist Wasser. Und jetzt in ihren Mund. Sehen Sie? Sie beginnt zu trinken. Köstlich. Jetzt streckt sie ihren Kopf hoch und lässt das Wasser die Kehle runterlaufen. Noch ein bisschen. Für all die harte Arbeit. Das Fotografieren. Ist das nicht unglaublich? Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Diese Tiere nehmen Flüssigkeit fast nur über die Nahrung auf. In der Wüste ist das also schon was. Schön, wie sie sich streckt, um die Kehle runterlaufen zu lassen. Sie ist so aufgeregt. So aufgeregt. Noch ein bisschen Wasser? Noch ein bisschen? Ich habe genug, sagt sie. Ich hau ab und trollt sich. Wenigstens hat sie einen kleinen Drink gehabt. Gut so. Bin froh, dass ich ihr ein bisschen helfen konnte. Aber ich muss jetzt weiter. Hab noch ein paar Elefanten zu finden. Bye, bye. Und danke für die Bilder. Die Wüste ist voller Leben. Man muss nur genau hinsehen. In dieser Zeit des Jahres passiert es häufig, dass nachmittags der Wind auffrischt. Aber nur selten weht er so heftig wie jetzt. Tausende Tonnen Sand werden über die Wüste gefegt. Unter diesen Bedingungen kann ich nicht weiterfahren. Ich brauche einen geschützten Flecken, wo ich den Sturm abwarten kann.